So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Heute mal wieder ein angespielt von uns, und zwar Poker Club für die PlayStation 5. Es ist also die PS5-Version. Das Spiel ist meines Wissens nach auch zeitgleich für die PlayStation 4 erschienen, beide Versionen am 20.11. letzten Jahres. Ich habe den Key jetzt erst bekommen in Gänsefüßchen von meinem Partner GameNews.de. Danke nochmal an der Stelle. Und dann möchte ich das Spiel auch mal anspielen für euch. Für mich geht es hier eigentlich so ein bisschen eher darum, euch so ein bisschen mehr zu vermitteln und zu zeigen, wie das Spiel an sich aufgebaut ist. Denn ich bin ehrlich, ich habe von Poker nur sehr oberflächlich Ahnung. Das heißt, ich werde mich bei dem Spiel eher so ein bisschen jetzt aktuell darauf konzentrieren, was es eigentlich so vom Umfang und von der Optik so ein bisschen zu bieten hat und vom Flair. Und kann euch da in dem Fall dann auch nur meine eigene Meinung wiedergeben. Hier haben wir so eine Art Tour als Modus, wenn ihr das hier mal seht. Da kann man sich durch die Casinos dieser Welt wahrscheinlich spielen und pokern im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht ja schon mal ganz interessant aus, ehrlich gesagt. Ab Stufe 5 kann man einem Club beitreten. Deswegen ist das jetzt hier diese Kachel rechts neben der Tour noch gesperrt, sozusagen. Täglicher Tisch. Was ist das eigentlich? Okay. Interessant. Kann ich euch jetzt ehrlicherweise nicht sagen. Poker-ABC, bisschen Training. Hier könnt ihr wahrscheinlich diverse Sachen einstellen und anpassen, wie euren Charakter. Hier habt ihr wahrscheinlich dann entsprechende Gaming-Einstellungen. Wahrscheinlich hier eher so ein bisschen. Ja, das ist hier doch durchaus Gameplay. Und hier Audio. Also ein bisschen was kann man hier auch machen. Und wenn ihr hier hingeht, spielen, mein Profil, die Statistik, Bestenlisten und so weiter und so fort. Sieht alles erst einmal relativ unspektakulär aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich euch jetzt hier zeigen soll. Deswegen machen wir mal hier einfach mal ein Cash-Spiel. Wir machen es einfach mal. Oder wir machen einfach mal einen täglichen Tisch. Ich drücke jetzt einfach mal Ja. Und dann lasse ich das jetzt einfach mal auf mich wirken. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Poker-Profi in vielerlei Hinsicht. Also ich kenne so ein bisschen, wie man es vom Blatt her spielt, aber auch nur sehr oberflächlich. Ich kenne da kaum Tricks und Kniffel, ehrlich gesagt. Und von daher versuche ich mich jetzt mal hier so ein bisschen reinzufriemeln, sozusagen. Und dann schauen wir mal. Das ist also das Blatt, was da liegt. So viel ist schon klar. Fold. So, jetzt sieht man die Ansicht von den ganzen Leuten von oben. Jetzt sind das wahrscheinlich die Blätter, die gegeben werden. Ah, okay. Jetzt geht das auch mal in die Ansicht. Ich dachte jetzt schon bloß so eine öde Tisch von oben Ansicht. Jetzt einen jungen Raise. und einen neuen. Okay. Raise. Cool. Jetzt könnte man also sagen, ich erhöhe hier. Ich gehe mit. Ich gehe mit. I Ich call. mach's einfach mal. Ich habe ja hier in meinem Angespielt nicht viel zu verlieren. Aber so vom Flair, von der Übersichtlichkeit, würde ich jetzt mal vom Ersteindruck sagen, ganz okay. Also, und jetzt beobachte ich natürlich auch ein bisschen die Spieler, was die denn hier so machen. Der Kollege legt also auch drauf. Nope. Okay. Ich habe ja immer noch. Das wäre jetzt also ein Paar mit dem Buben. Wäre jetzt gar nicht. Ich sag jetzt einfach mal. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ist wahrscheinlich jemanden geben, der mehr hat. Aber wie gesagt, mal ganz entspanntes angespielt. Und warum soll ich nicht pokern, bluffen und sonst was machen?
Aber ist schon cool, wie so eine Spiele mittlerweile auch visuell umgesetzt werden. Ich meine, klar darf man das auf der anderen Seite auch erwarten. Würde ich jetzt ehrlicherweise so auch sehen. Oh! Oh! Ja, da muss ich natürlich mitgehen, klar. Ich hätte Stand jetzt ein Dreier. Also ein Drilling. Hier seht ihr das? Ein Drilling, genau. Das ist schon nicht so schlecht, glaube ich. Es bleibt ja bei mir logischerweise noch beim Drilling. Ich möchte jetzt einfach mal auf jeden Fall in der Runde drin bleiben. Ja, ich denke mal, hier hat schon irgendjemand was in Richtung Full House oder sowas. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh. Okay, also damit müsste ich eigentlich in Führung liegen, wenn ich das richtig sehe. Der schmeißt unmotiviert weg. Ah! Yippie-yay-yay, yippie-yay-yo. Cool. Ja, bitte. War doch gar nicht schlecht eben. Hab doch gesagt, der Drilling ist sicherlich gar nicht so schlecht in der Runde. Und ja, hab gerade noch eine Trophäe bekommen. Das seht ihr natürlich nicht eingeblendet. Flotter Dreier. Aber ich glaube, es ist echt ein ganz nices Spiel so. Also, kann mir schon vorstellen, dass das natürlich dann in einer Online-Runde und vielleicht dann auch mit Leuten, die man kennt, sicherlich noch mal eine Spur mehr Spaß macht. Schauen wir mal, was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst. Okay. Ich hätte jetzt ein paar. Check. Check. Oh. Ich hätte jetzt immerhin zwei Paar. Wäre jetzt auch nicht so mega schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Klar gehe ich mit. Gut, 10 und 5 sind natürlich nicht zwei wahnsinnig hohe Paare. Klar, das ist schon logisch. Beziehungsweise 9 und 5, 1 liegt hier sozusagen schon. Cool. Ich bin jetzt einfach mal frech und gehe mit. Ja, in der Runde habe ich sicherlich keine Siegchance. Glaube ich nicht. Genau. Der Kollege eben hätte ja schon. Yes. Genau, wollte gerade sagen, der hätte ja zwei Paar gehabt. Genau, mit Buben und 9. Klar. Aber ehrlich gesagt, eigentlich ziemlich nice. Ich bin eigentlich positiv überrascht, weil es ist nicht unbedingt mein Metier, aber so vom ersten Spielen her, ich finde es irgendwie interessant, ja. Aber natürlich auch irgendwie entspannend. Kein Spiel, was einen jetzt so megamäßig stresst. Ich finde es echt cool. Ich bin wirklich positiv überrascht, sag ich ganz ehrlich. Toll. Ist dann halt auch manchmal an so Spielen das Coole, weißt du? Da kommt so ein Spiel um die Ecke mit einem Key kostenlos für mich. Ich habe wenig Ahnung von Poker, habe ich auch ehrlicherweise gesagt. Und dann lasse ich mich einfach auch mal inspirieren und lasse das Spiel auf mich wirken und mache mir da keine Gedanken drum, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Und dann spiele ich hier zwei Runden, gewinne sogar noch die erste und finde es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich nice bis hierhin. So. Aber bis jetzt kann ja noch gar nicht viel sein. Fold. Ich
Die Kollegen setzen alle fleißig. Ja, mit einer 10 und einer 6. Klar gehe ich mit. Ich bin einfach jetzt auch mal neugierig. So, komm. Leg mal ein paar coole Karten. Ah, das ist schon mal ein paar für mich. Ah, zwei sogar. Jetzt auch nicht zu schlecht. Schauen wir mal, wie die anderen jetzt hier agieren. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Offensive. Bluff hier vielleicht auch schon mal ein bisschen für die anderen an, dass ich ja ein wahnsinniges Blatt haben könnte. So, die Dame neben mir, die geht mit. Er wahrscheinlich auch. Das ist ja so der Pokerspieler, wie er im Buche steht. Immer noch zwei Paare 10 und 6. Okay. Nee, nee, ich gehe weiter mit. Sehe ich jetzt an Mimiken oder Gestiken von den Spielern jetzt hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, okay, jetzt kann ich mich sogar individuell auch umschauen, egal wer jetzt gerade am Zug ist. Das ist natürlich auch cool. Die Leute so ein bisschen beobachten. So, jetzt ist die Dame wieder dran. Oh! Klar, die blufft doch! Dadurch hat sich für mich nichts geändert. Nö, nö, ich bleib drin. Wäre auch mal lustig, das mal als Livestream zu machen. Mal sehen, was mein Kanalpartner zu dem Spiel sagt. Ich weiß nicht, ob der Poker-affin ist. Könnte ich mir auch komplett mal vorstellen. Echt mal so einen ganz entspannten Abend. Auch für euch dann zum Zuschauen. So. Ey, damit kann ich eigentlich nicht gewonnen haben. Glaube ich einfach nicht. Ich denke mal, sie hier. Sie wird ein gutes Blatt haben. Die hat geblufft. Yes! Zwei von drei Runden gewonnen. Sehr cool. Steigt man hier in der Stufe auf. Keine Ahnung, ob worauf das Auswirkungen hat. Aber... jetzt gehen wir natürlich hier zurück. Aber das hat ja echt Spaß gemacht. Tut mir leid, Leute. Die simpelsten Spiele sind meistens oder oftmals die besten. Ich find's echt cool. Hab von drei Runden zwei gewonnen. Bin da selbst überrascht. Aber ja, jetzt könnte man natürlich sagen, klar, er ist einmal bloß drinnen geblieben. Ja, das stimmt schon, aber das war so ein bisschen auch mit dem geistigen Auge immer ein bisschen geschaut. Ich meine, der Drilling war gut und auch die zwei Paar. Ich meine, das musste trotzdem erstmal haben, ne? Also, und echt interessant. Ich glaube, das Spiel könnte für zwischendurch durchaus immer mal taugen. Ich hoffe, euch hat das vielleicht auch mal gefallen, mal was komplett anderes als angespielt auf dem Kanal zu sehen. Wie gesagt, ich werde dann gerne auch in den nächsten Tagen mal einen Test machen zum Spiel, wie mir das Ganze gefallen hat. Werde hier nochmal ein bisschen hier und da was probieren. Und dann sage ich auch an dieser Stelle wieder mal Dankeschön fürs Reinschauen, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Und ansonsten lasst einen netten Kommentar da, lasst einen Daumen da und über ein kostenloses Abo freuen wir uns natürlich auch immer auf unserem Kanal. Und dann bleibt uns weiterhin treu. Gute Zeit euch, gerne auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.